Ihr wollt auch mal durchgefahren werden, oder? Geisteskrank, ey. Der Mut der Gruppe. Macht es einer, machen es alle. Einen schönen guten Tag. Herzlich willkommen jetzt auch in Nürnberg selber. Eine der ganz wenigen Bahnübergänge auf Stadtgebiet Nürnberg finden wir auf der sogenannten Gräfenbergbahn, in der ich mich auch erstmal orientieren muss. Weil dass ich die zuletzt gefahren bin, ist auch schon 10 Jahre her. So. Ihr guckt jetzt erstmal das Intro und dann erörtern wir hier mal die Lage. Kleiner Tipp, es könnte so voll werden wie gestern. Also, liebe Leute, guten Tag aus Nürnberg-Schafhof, heißt der Stadtteil wohl. In dem war ich auch in meiner damaligen 3,5 Jahreszeit hier nicht. Wir sind im Bahnhofsbereich des Bahnhofs Nürnberg-Nordost, der etwas separat des Ganzen liegt, da er mit Hauptbahnhof und Co. sehr wenig zu tun hat. Von hier aus beginnt die sogenannte Gräfenbergbahn. Damit die Züge hier nicht für sich hin und her fahren, Anbindung an sonstige Netz über die sogenannte Ringbahn, die aber nur von Leerfahrten bedient wird, man kommt dann in Fürth Hauptbahnhof raus. Also mit dem Nürnberger Hauptbahnhof hat diese Strecke dann tatsächlich nichts. Von hier aus, wie gesagt, beginnt diese Gräfenbergbahn über Nürnberg Nordost, Nachbarbahnhof Herolzberg, Eschenau bis Gräfenberg. Dem-Regio Bayern, das Mittelfrankenbahnnetz mit der RB21 von Nürnberg Nordost über Herolzberg, Eschenau bis Gräfenberg, stündlich nach Gräfenberg, Verstärker fahren morgens und ab mittags bis Eschenau. Das geht jetzt so langsam los, deswegen bin ich jetzt bewusst am späten Mittag, frühen Nachmittag hier, wenn jetzt hier mehr Züge fahren. Ein Lichtzeichenensemble, 4 Ampeln nebeneinander, einmal für die Straße und für die beiden Gehwege, E-Gong und Halbschranken, beziehungsweise im Bereich der Bürgersteige sind das dann sozusagen Vollschranken. Dürfte ja dann signalgesteuert aus beiden Richtungen sein, ist mein Tipp, weil ihr seht hier im Rücken das Einfahrsignal aus Richtung Herolzberg. Der Bahnsteig ist dann um eine, diese langgezogene Kurve herum. Von dort aus können dann Fahrgäste, weil es geht ja wie gesagt nur Leerzüge dann weiter,
die können dann mit der U2 dann ins Nürnberger Zentrum fahren. Und sind damit auch erheblich schneller, als würde man jetzt die Regionalbahn bis Fürth fahren lassen. Davon ab, dass Fürth eh chronisch überfüllt ist. Ja, es ist immer noch der Mittwoch, Anfang Mai. Der Dreh an diesem Vormittag, das letzte Video, was ihr gesehen habt, in Fürth-Dambach, war ja mal sowas von tiefenentspannt. Nach dem Drama, dem Wasserdrama von Neunkirchen. Die Schuhe sind mittlerweile auch so gut wie trocken. Ja, es droht aber wieder ein neues Ungemach. Ich zeige euch das mal. Es schraubt sich hier wieder munter alles in die Höhe. Ich könnte auch problemlos eine Gewitterdoku machen. Es sind rundherum Schauer- und Gewitterzellen unterwegs. Auch wieder der kräftigen Natur. Ich hätte nicht gedacht, dass das so zeitig heute schon wieder losgeht, heute Mittag. Ich hatte dann eher mit dem Nachmittagsverlauf gerechnet. Ich nutze jetzt mal noch die 10-15 Minuten Zugpause, um irgendwie einen möglichen Unterstand zu finden. Weil das von gestern wäre schlecht, wenn das nochmal passiert. Da suche ich mich jetzt ein bisschen um. Fluchtweg zur U-Bahn wären gute 5 Minuten von hier aus. Das ist dann aber auch schon nicht die Station Nordostbahnhof, sondern eine weiter. Das ist näher dran. Die Station heißt Herrenhütte. Ja, das ist also wieder etwas unfreiwillig spannender, als ich das eigentlich haben wollte. Es könnte also sein, dass witterungsbedingt das hier etwas kürzer ausfällt, weil nochmal stelle ich mich hier nicht im Starkregen hin. Zumindest nicht, wenn ich kein Auto um der Ecke stehen habe. Fahrzeugmaterial Lind 41, Baureihe 648. Ob derzeit auch der D-Zero, Baureihe 642, hier fährt, kann ich nicht mit hundertprozentiger Sicherheit sagen. Zu meiner Zeit war es damals ein Mischbetrieb. Die Fahrzeuge sind auch noch in gewisser Form in Nürnberg stationiert. Ob sie auf anderen Linien stattdessen fahren, weiß ich, wie gesagt, nicht 100%. Viel Freude mit den nachfolgenden Aufnahmen hier in Nürnberg. Was ist du auf dem Orient Express? Bitte? Was ist du auf dem Orient Express? Müsste ich noch ein paar Minuten länger warten, glaube ich. So lange reicht mir die Regionalbahn. Ja, also okay. Aber ich schneide noch keinen raus. Aha, ja, das ist jetzt nicht. Ich bin Kamerascheu. Es ist ja nun zu offensichtlich. Wir machen Zeit noch zum Durchlaufen. Also jetzt normale Geschwindigkeit, ganz einfach. Ah, achso. Ich muss gar nicht die Kamera reingeben. Zeitraffer wird sich nur lohnen bei Gewitter oder so. Ja, oder bei so. Kommt ihr gleich? Ja, ja, es ist nah dran. Also man könnte hier ein Picknick machen, so lange bevor es. Picknick könnte aber hektisch werden, ne? Ja. Nicht mal 2 Minuten. Also, ne? Du weißt, ja. Das war zweideutig. Ja, nein, ich hab zum Zug zu Arsch gesagt. Ach so, ja, ja. Danke fürs Stehenbleiben. Ich weiß nicht, ob man den Donner jetzt im Straßenverkehr gehört habt.
Da haben wir da ein Glück, das ist sagenhaft. Lange Rede, kurzer Sinn. Ich werde jetzt hier nach diesen zwei Aufnahmen hier abbrechen. Ich werde jetzt zur U-Bahn flüchten. Und hier gibt es zwar jetzt eine Bushaltestelle zum Unterstellen oder ein Geschäft zum Reinrennen. Ist aber auch scheiße. Eventuell kommen wir hier später am Tag nochmal wieder. Aber es hat jetzt, solange das jetzt so schaueraktiv ist, keinen Sinn. Vielleicht kommen wir später am Nachmittag, abends nochmal hier hin. Ansonsten erstmal danke fürs Zuschauen. So, liebe Leute, willkommen zurück im Nordosten von Nürnberg. Der Regen ist durch. Oh, sieht nach aus, als wäre es ein bisschen weniger Pfütze als gestern. Dafür war es doch wesentlich flächendeckender gewesen. Ich habe mir den Regen aus der Straßenbahn der U-Bahn angeguckt, das war auch in Ordnung. Zwischenzeitlich das Equipment ins Hotel gefahren, dass ich das nicht rumschleppen muss. Ich habe das Hotel ja ziemlich direkt hinterm Hauptbahnhof, also alles schick. Und das hat mich doch ein bisschen gewurmt, hier nur zwei Aufnahmen hinbekommen zu haben. Mit Erreichen der U-Bahn-Station hat der Regen übrigens eingesetzt, also es hat genau gepasst. Und hier sind ziemlich nah einige Blitze eingeschlagen. Mittlerweile ist hier alles aus dem Raum weitergezogen. Jetzt schauert und gewittert es noch in Südbayern und jetzt halt mehr so im Oberfränkischen. Und ja, der Norden trocknet wunderbar vor sich hin. Naja. So, wir machen weiter hier an dieser Anlage. Ich hatte es schon beschrieben, die Gräfenbergbahn, RB21. Viel später hätten wir auch nicht kommen dürfen. Ab kurz nach 20 Uhr ist hier Feierabend, aber nicht regulär, sondern dann ist Schienenersatzverkehr, wohl irgendwelche Bauarbeiten. Ich hatte noch gar nicht gesagt, welcher Verbandsleiter zuständig ist. Zur Zeit von mir hier, von die vor 10 Jahren zu Ende ging, war das Ganze ferngesteuert aus Zirndorf. Also genau das Zirndorf, vor dem wir im letzten Video verstanden, von Fürth aus. Das ist sozusagen da ein, ja, Zirndorf selber Mechanik. Dann machen die den Zugleiter für die Strecke nach Markt-Erlbach. Da ist Leitbetrieb. Also so eine Art Nebenbahnzentrum könnte man das in Zirndorf nennen. Ob sich das bis heute geändert hat, kann ich zu 100% nicht sagen. Sollte da jemand es besser wissen, so darf er dies freundlich mitteilen. Genau. Jetzt machen wir hier noch 2-3 Aufnahmen, das fertig. Das haben wir jetzt 4,5 Stunden später als wohin, kurz nach 18 Uhr. Und wünsche mit den weiteren Aufnahmen, trockenen Aufnahmen, dann noch viel Freude.
So, wir sind bei der letzten Aufnahme hier im Nürnberger Nordosten angekommen. Video fertig bekommen. Ich freue mich, versöhnliches Ende. Das Wetter wird entscheiden, ob es morgens nochmal was aus der Gegend hier gedreht wird, was ihr dann im nächsten Video sehen würdet. Oder im übernächsten, je nachdem. Kommt so ein Piepen mit aus dem Ding da raus, ne? Auch nicht schlecht. Ja, das wird zeigen. Oder ob es dann in einer anderen Gegend weitergeht. Lasst euch überraschen. Bedankt mich fürs Zusehen. Wünsche euch einen angenehmen. Servus. Das piept die ganze Zeit, so ein ekligen Piepston hier aus dem Lautsprecher. Danke.